Deutsch FM on Tour und im Interview gleichzeitig. Wir stehen hier vorm Docks. Es ist gleich 18 Uhr. Die ersten Leute stehen schon an, denn heute Abend spielt Daniel Wirz und den treffen wir jetzt gleich zum Interview. Kommt mal mit. Deutsch FM. Eine Sprache, ganz viel Musik. So, da sind wir. Moin Daniel. Hallo. Hier im Nightliner in eurem Tourbus. Wir sind direkt hier vorm Docks, fast direkt vorm Docks. Gleich kommt das Konzert. Was liegt noch so an? Du, Essen. Essen, es wird gleich noch ein Happen gegessen und dann... dann gehe ich kurz hoch und gucke, ob ich im Bett noch ein bisschen die Stimme finde von gestern Abend. Und dann geht's raus und los. Ja, cool. Was erwartet uns heute Abend? Wow, ich würde sagen, auf jeden Fall ein extremes rockaffines Publikum, die, glaube ich, alle extrem heiß und gut gelaunt sind und sich freuen. Und die Band ist gut drauf, freut sich auch. Also Hamburg Docks stand schon sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste. Und dementsprechend bin ich natürlich so froh, dass es jetzt endlich mal geklappt hat. Ja. Wir sind ausverkauft. Ja. Krass. Hättest du da damit gerechnet? Ich sag mal so, also der Sprung vom Übel und Gefährlich mit 800, oder letztes Mal haben wir verbotenerweise, glaube ich, ein bisschen mehr als 800 reingequetscht, bis jetzt auf 1100, das war jetzt, sagen wir mal, konservativ gebucht. Ja. Ich bin davon ausgegangen, wenn ich jetzt nicht die totale Kacke mache, dann ist das machbar. Okay. Wenn jeder Achte noch einen mitbringt beim nächsten Mal oder jeder Zehnte. Ja, und von daher, nee, aber das ist natürlich so vom Laden her schon was sehr Besonderes. Es gibt, glaube ich, keine Band, die ich abfeiere, die da noch nicht gespielt hat. Alles klar. Und dementsprechend werde ich da heute einen Haken dran machen. Yes. Docks gespielt. Ja, das sind so einfach Sachen, Clubs, wo, wie gesagt, also wer es nicht weiß, Dave Grohl, glaube ich, mit Foo Fighters, das allererste Deutschlandkonzert, wo jetzt auch Presse, Medienpartner und so eingeladen waren, das war auch da, ja. Und das heißt, ich werde heute den gleichen Blick haben wie der Dave damals. Ja, ein Vorbild von dir. Ja, also Nirvana, da bin ich schon mit groß geworden, ja. Und Foo Fighters ist jetzt auch kein schlechter Scheiß, ja. Das ist schon zweimal in seinem Leben so eine Karriere hinlegen. Das ist natürlich, glaube ich, extrem außergewöhnlich, ne? Wir sind irgendwie schon mittendrin. Ich habe ganz vergessen, zu sagen, du spielst hier eine fast ausverkaufte Tour, also eigentlich müsste dich jeder kennen, so, oder ich habe an lauter Locations habe ich gesehen ausverkauft, aber ich habe erzählt jetzt in den vergangenen Tagen hier, ich treffe Daniel Wirz und so, Interview, Helvis, was ist das denn? Ja. Na, erzähl mal. Ah ja, okay, was soll ich erzählen, also das ist seit 8 Jahren, es ist ein Solo-Projekt von mir, es ist Rockmusik mit deutschen Texten und bislang war das eigentlich extremst unterm Radar. Also die Leute haben sich quasi selber gezüchtet. Das sind eigentlich Freunde von Freunden von Freunden von Freunden. Alles klar, also das hat bis dato immer so funktioniert. Wie gesagt, vor 8 Jahren stand ich vor 40, 50 Leuten in der Prinzenbar. Dann beim nächsten Mal hat jeder einen mitgebracht. Da waren es dann knapp 250 im Logo. Und dann hat wieder einer einen mitgebracht. Und dann standen wir dann irgendwann im Übel und Gefährlich. Und jetzt sind wir im Docks. Also so von Platte zu Platte hangelt man sich dann so hin. Aber der ein oder andere wird es wahrscheinlich jetzt mal im Fernsehen mitgekriegt haben. Bei Sing Mein Song durfte ich ja die Sparte Rock bedienen. Also. Und jetzt ist es zumindest auch schon der Frau hinter der Wursttheke in meinem Rewe dann ein Begriff, wenn ich reinkomme. Ja. Dass sie zumindest sagen, sie sind der Typ da in Südafrika gewesen. Ne? Ja. Also das ist jetzt auf jeden Fall mal ein Massenmedium, was ich kurz mal zur Verfügung hatte, um meinen Scheiß irgendwie an die Leute zu bringen. Ja, so bist du übrigens auch in mein Leben getreten und ich war vollends begeistert. Wollen wir darüber sprechen, über Sing Mein Song oder ist das abgenudelt, das Thema? Nee, um Gottes Willen. Ja. Nee. Frag. Ja, wie war das? Ich wäre am liebsten mit dabei gewesen. Ja, du, ich bin auch froh, dass ich dabei war. Ja, es ist in der Tat so, wie es im Fernsehen rüberkommt, so war es jetzt auch wirklich. Ja. Also, echt? Es war eine unglaublich tolle Runde an verschiedenster Charakteren, die aber alle Bock aufeinander hatten. Ja. Wir haben da eine extrem schöne Zeit verbracht und hatten auch im Vorfeld schon mächtig Bock aufeinander und auf die Repertoires der anderen. Und ja, also ich würde es jederzeit wieder machen. Das glaube ich, ja. Wie ist denn der Xavier Naidoo auf dich gekommen überhaupt? Ja, er hat meine Musik gehört, ne? Also
Also am Ende lag eine Platte von mir auf seinem Schreibtisch. Er hat reingehört und hat gesagt, okay, finde ich geil, will ich haben. Okay. Oder den hätte ich gern dabei. Mhm. Und da hat er quasi auch die Lanze für mich gebrochen. Und ich meine, da war natürlich nach dem Erfolg der ersten Sendung, wollte natürlich jede Band und jede Plattenfirma ihren Künstler da reinbringen, weil sie dachten, okay, das ist echt ein enorm geiles Format, um einfach mal jemanden zu porträtieren, darzustellen. Es geht um Musik und du kannst da tun lassen, was du willst. Ja, wo gibt es das heute noch? Und von daher habe ich eigentlich nicht damit gerechnet, dass das funktioniert, aber da habe ich dann mal Glück gehabt. Cool. Habt ihr denn im Vorwege schon geprobt oder habt ihr nur in Afrika geprobt? Nee, also wir wussten natürlich, Ende letzten Jahres wussten wir dann, dass wir dabei sind und wer dabei ist. Und dann konnten wir uns halt auch mit dem Material der anderen schon auseinandersetzen. Mhm. Was dann natürlich, also ich war in der Zeit schon an meinem Album dran und habe mir so gesehen eine Woche ausgeklammert, wo ich gesagt habe, okay, in der Woche setze ich mich jetzt hin und höre mir von allen alle Songs an und gucke, was mir da gefällt, beziehungsweise wo ich denke, das kann ich zu einem Song von mir machen. Ja. Mal eben von pur so alle Songs hören, ne? Das war eine lange Nacht, ja, das kann ich dir sagen, ja. Und nicht nur bei pur, ja, da gibt es natürlich auch bei den Söhnen Mannheims war es auch ein extremes großes Repertoire, bei Andreas war es ein bisschen überschaubarer, aber ja gut, aber alles in allem, das war schon eine Menge Sound, ja. Und und dann haben wir uns dann in der Woche, habe ich mir dann die Songs so rausgepickt und habe sie dann mit Matthias zusammen dann in das Korsett Rock'n'Roll gepresst. Mhm. Aber Matthias ist dein Produzent, mein Produzent, ne? Und Partner, mit dem ich das mache. Und dann gab es eigentlich noch eine Generalprobe in Mannheim. Das hatte jeder von uns, hatte 3 Tage. Die Band, mit der wir das da unten machen, dass man zumindest mal denen sagt, so und so stelle ich mir das vor, können wir das mal machen. Und das war es dann schon. Dann gab es noch eine Generalprobe vor Ort am Tag, wo man dann einfach nur geguckt jeweils hat. Jeweils an dem ja, Tag? Ja, den Song, genau, der gespielt wurde, dass man mal geguckt hat, ist es in ihr so, kommst du klar, klingt es okay? Und, und dann wurde es gemacht. Also es waren, so gesehen hatte ich, gab es 4 Proben. Mhm. Ja. Über einen Zeitraum aber verteilt, also dazwischen waren dann halt schon ein paar Wochen Zeit, ja. Also, aber eine gab es vor Ort und dann musste es so gemacht werden. Ja, krass. Das ist eine Erfahrung fürs Leben, ne? Ja, das kann, nee, also ich war jetzt bis dato noch nie in Südafrika und habe auch jetzt... Also auch noch nicht, ich kannte die alle aus dem Fernsehen und aus dem Radio, aber es war jetzt auch mal schön, die Menschen dahinter kennenzulernen. Und da haben sich echt wunderbare Freundschaften draus entwickelt. Und ja, nee, ist eine absolute Bereicherung. Sowohl das Format als auch das, was es mir gebracht hat, ja, als auch das Persönliche, was man mitnimmt und die Eindrücke, die man da bekommen hat. Und auch das, also das wollte ich nicht missen. Und zu der gleichen Zeit ist ja auch dein aktuelles Album auf den Markt gekommen. War das irgendwie damit eingechinscht oder war das Zufall? Also ich war eh schon am Album da dran. Ah, ja, das erzählt, und also es wäre jetzt wahrscheinlich, wenn die Sendung nicht gekommen wäre oder nicht gewesen wäre, wäre es vielleicht einen Monat auf anderthalb später gekommen. Mhm. Aber dadurch, dass ich jetzt natürlich die Möglichkeit hatte, an dem Tag meiner Sendung das Release zu machen, oder den Freitag davor, was natürlich total logisch ist, wäre ich total... Am 19. war deine Sendung und am 23. war meine Sendung, am 19. den Freitag davor kam meine Platte. Ach so rum, ja, alles klar. Hm? Da wäre es dann echt total bescheuert gewesen, diesen Bass jetzt nicht mitzunehmen. Dass ich jetzt, also ich weiß ja selber, wie es ist, ich sehe irgendwas und finde es geil und dann kommt der Impuls, sage ich, hör mal rein und wenn es da ist, ist es da und dann habe ich es. Ja. Und wenn es nicht da ist und steht, es kommt in 8 Wochen, dann habe ich es auch wieder vergessen. Also da wäre ich jetzt echt enorm bescheuert gewesen, wenn ich das jetzt nicht verkürzt hätte, was aber jetzt nicht heißt, dass wir uns da, dass wir jetzt irgendwie schlechtere Songs geschrieben hätten oder irgendwie gesagt hätten, wir kommen jetzt nochmal drauf gefurzt und fertig, sondern wir haben halt nur im Mastern und Mischen uns dann noch Leute dazugeholt. Wo wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir halt mit ein paar mehr Tag und Nacht das Ding rund dengeln, damit es dann fertig wird. Ja, ja. Guck mal auf die Uhr, ein bisschen geht noch. Auf einen Song möchte ich eingehen vom Album, und zwar Regentropfen. Ich frage dich, welche Art von Tropfen willst du sein? Ein kurzes Zischen auf einem heißen Stein oder der bevor er den Rasen sprengt, lieber das Fass zum Überlaufen bringt. Wir steigen auf, alles leuchtet in Rot. Wir leben jetzt und ohne Autopilot. Hart am Wind bis zum nächsten Gericht. Wir fliegen auf Sicht. Was ich da raushöre, ist, alle Menschen sind unterschiedlich, auch wenn sie gleich aussehen. Kannst du mal ein bisschen deine Sicht dazu erzählen? Oder wie bist du darauf gekommen, diesen Song zu schreiben?
Ja, also Regenteufel ist eigentlich, ich kriege ja mit, so dass so mittlerweile die Generation, die Jüngeren irgendwie alle so in so eine leichte Lethargie verfallen und sagen so, ach komm, was soll ich denn schon machen, alles scheiße und die besten Jobs sind eh weg und den ich kriege, den kriege ich nicht und dass da so ein bisschen so vielleicht auch der Glaube oder beziehungsweise auch der Kick fehlt, zu sagen, hey, habe ich Bock drauf, mache ich, ja. Mhm. Und letztendlich ist es einfach nur, ja, ein Song, wo ich sage, hey, wenn ich es schon ins Fernsehen schaffe, ja, dann könnt ihr das auch. Ja. Also es ist jetzt, wenn man was irgendwie wirklich will, weißt du, man kann sich das schon aussuchen, was man macht. Klar, das alles viel mit Arbeit zu tun und mit Passion und Liebe und man muss Rückschläge in Kauf nehmen, aber wenn man irgendwie Bock hat, was zu machen und was zu verändern, dann kann das jeder, egal welches Land, wo er herkommt, wie er aussieht, was er, weißt du, also jedem steht hier in Deutschland auch alles offen, ja. Und dann kann ich es halt nicht verstehen, weil so andere würden sich wünschen, diese Chancen zu haben, die wir ja haben. Mhm. Ja. Dass so wenig draus gemacht wird, beziehungsweise man das Gefühl hat, ach, ist doch alles scheiße hier, ja. Mhm. Also dieses Jammern auf allerhöchstem Niveau, und das ist für mich einfach so ein Ding, okay, du kannst dir aussuchen, einfach mal so als kleinen musikalischen Wachrüttler, suchst dir aus, ja, entweder macht da was draus, ja. Wenn du dir aussuchen kannst, welcher Tropfen willst du sein, dann habe ich ja die schöne Zahl, einer, der auf dem heißen Stein oder der das Fass zum Überlaufen bringt, weißt du. Und dann bin ich doch lieber der das Fass zum Überlaufen bringt. Ja. Und kleiner Motivationssong, okay. Der mich aber auch jeden Tag selber motiviert. Also es ist jetzt nicht nur so du, sondern der mich auch selber wieder kickt, das nächste Level anzustreben und zu sagen, jetzt nicht stehen bleiben, sondern weiter Gas. Kleine Eigenermahnung. Ja, sowohl als auch. Ja, okay. Hast du auf dem Album einen Lieblingssong? Ach, das ist wie mit Kindern, ne? Wenn du mit den drei hast und dann die Eltern fragst, so, was ist denn dein Lieblingskind? Das ist ein bisschen tagesformabhängig. Wenn der eine dir hart auf den Sack geht, dann ist der eine mal ein bisschen besser und andersrum. Ja. Also es hat, jeder Song hat, wenn er mich nicht irgendwo in irgendeiner Weise berührt, hätte er es nicht aufs Album geschafft oder gepackt. Und da gibt es eher so mal den Tag, wo mich Mantra total flasht oder viel Glück oder irgendwas in der Art. Oder halt dann eher sowas wie Regentropfen oder also es ist, kann ich jetzt keinen hervorheben. Macht alles Spaß, sowohl live als auch zu hören. Ich könnte dir übrigens auch keinen sagen, weil die alle ziemlich stark sind und ich das Album noch nicht so lange habe, deswegen habe ich auch noch keinen Lieblingssong. Okay, eine Frage hätte ich noch zum Tourleben versus Familienleben. Ich habe gelesen, du hast einen Sohn. Wie kommt dieses dauerhaft Wegsein so an? Wie machst du das? Wie schaffst du das? Bei mir ist das ja... ich meine, auf der einen Seite bin ich jetzt vielleicht mal sechs Wochen am Stück halt weg, aber es gibt ja überall WLAN mittlerweile und Skype, und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, mit Bus und Bahn vielleicht mal irgendwo dazu zu stoßen. Oder kriege ich mal Besuch jetzt, die ersten beiden Konzerte hatte ich Besuch und jetzt ab Berlin wird dann sogar mal mitgefahren, da wird der Kleine zum allerersten Mal, glaube ich, im Nightliner auch mitpennen. Ja, cool. Und ich werde wahrscheinlich hier unten sitzen, weil er... ja, spätestens nach 20 Minuten wieder schräg im Bett liegt und mir mit der Ferse ins Gesicht tritt. aber nee, dann sind sie jetzt mal dabei und dann bin ich eh in Frankfurt zwei Tage auch in der Batsche und davor und danach ist ein Off-Day. Das heißt, dann ist man auch mal vier Tage und dann lebt man es halt schon so, dass es funktioniert. Ja. Und ich hoffe einfach, dass er mich innerhalb 14 Tage jetzt nicht vergisst oder nicht mehr weiß, wer sein Vater ist. Ja. Naja, so meinte ich das eigentlich auch nicht, sondern eher aus der eigenen Erfahrung, dass die Familie doch auch möchte, dass Papa zu Hause ist. Das meinte ich. Ach, die Mutter, die wusste genau, was sie da einkauft. Das hat sich ja nicht verändert in den letzten 15 Jahren. Okay. Und dementsprechend denke ich mal, Kinder sind da, glaube ich, extremst, wenn das so ist, dann ist das so, ja. Also wenn er jetzt vielleicht gewohnt gewesen wäre, dass ich jeden Tag zu Hause hänge und dann nach 10 Jahren bin ich dann auf einmal weg, dann ist es vielleicht komisch, aber er weiß ja von Tag 1, dass ich mal weg bin, dann wieder da und... Ja. Alles klar. Ich hoffe, er kriegt... also wenn ich so zurückdenke und denke so, oh komm, mein Vater wäre irgendwie, hätte Musik gemacht und ich wäre mit 2 Jahren das erste Mal im Nightliner mit durchs Land gefahren. Hätte ich jetzt nicht so scheiße gefunden, zumal gerade alles Monster interessant ist, wo Reifen dran sind und was Brumm macht. Ja. Also von daher hat er hier dann... Zwei Jahre ist er? Ja, knapp 2 Jahre. Ja, okay. Ja, schön. Meiner ist 2,5. Ja, nett. Okay.
Aber vielleicht wird er mehr, wenn er irgendwann anfängt zu quatschen, was sagen, Digga, das ist jetzt echt total beschissen, mach doch mal was anderes, bleib doch mal hier, dann, dann kann ich es real, aber bislang kann es noch nicht ausdrücken. Ja, das ist dann auch irgendwie okay, ne? Ja, okay, ich danke dir für das Interview. Ich bin sehr gespannt auf das Konzert heute Abend, freue mich schon. Ich auch. Ja, ja, wird richtig geil. Hör mal, vielen Dank für eure Zeit. Ja, vielen Dank für deine Gruß, Zeit. Irgendwie schön, schön, dass ihr ein bisschen Schwerpunkt auf Deutsch legt und finde ich, feiere ich ab. Danke. Vielen Dank. Ja, wir freuen uns. Okay. Ganz viel Musik.